So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich will jetzt mal was ganz anderes filmen. Nämlich, ich bin jetzt hier, ihr seht, am McDonald's. Und ich gehe anschließend noch zum Burger King. So, also, das ist jetzt kein Werbevideo von McDonald's oder Burger King. Ich bezahle die Produkte selbst. Ich werde nicht gesponsert. Also, es ist einfach kein Werbevideo. So. Also, ich kaufe im McDonald's und im Burger King das gleiche Produkt, nämlich einen Cheeseburger. Oder zwei. Und geschmacklich müsst ihr für euch selbst entscheiden, was ihr besser findet. Aber ich will einfach vergleichen, was ist drauf und was wiegen die und was kosten die. Einfach nur, um den Vergleich zu sehen, McDonald's und Burger King. Ich persönlich mag lieber Burger King vom Geschmack, aber ich gehe auch manchmal in den McDonald's, je nachdem, wo ich bin oder wie ich Lust habe. Es ist nur Fast Food, also man sollte jetzt nicht jeden Tag das essen, aber ab und zu mal ist es okay. Und jetzt gehe ich mal rein und kaufe erstmal die Produkte. So, Teil 1 erledigt, also in einem McCafé draufsteht, das ist... sind Burger drin. Und Teil 2 wird hier erledigt. Jetzt gehe ich rein, hol da auch noch zwei Cheeseburger. So, jetzt habe ich die Produkte hier und eine Waage. Und dann testen wir mal das Gewicht. Also das Papier kann man ja vernachlässigen eigentlich. Und beim Burger King habe ich 124 Gramm. Nochmal rein. Einmal Burger King. Ja, 120, der etwas leichter. Jetzt kommt der Cheeseburger vom McDonald's. Oh, 113 Gramm. Und hier 112 Gramm. Also hier ist definitiv Burger King der Gewinner. Weil vom Preis sind die gleich. Beide Burger kosten 1,99. Also der kostet 1,99, der kostet 1,99. Der ist aber schon, etwas sichtbar größer. Also zumindest kommt es so vor. Auf jeden Fall wiegt er mehr. Also das Burger King auf jeden Fall besser. Jetzt schauen wir mal rein. So, dann fangen wir mal mit dem Cheeseburger vom McDonald's an. So, ein ganz einfaches Brötchen. Kein Sesam, nichts. Okay. Ist ja auch in Ordnung, ist ja nicht. Das ist ja nur ein ganz stinknormaler Cheeseburger. Und jetzt schauen wir uns mal den vom Burger King an. Ja. Also das sieht man schon. Jetzt klebt das. Da sieht man schon den Unterschied. Ja. Das ist ganz normales Brötchen. Ich meine, wer keinen Sesam mag, ist natürlich hier besser bedient. Aber die Brötchen sind hier auf jeden Fall hochwertiger, sage ich mal, weil da ist ja noch Sesam drauf. Ja, mal umdrehen. Gott, das hat hier besser geklappt. Also hier sieht man zwei Scheiben Gurke, Fleischpatty. Und die Soße. Und jetzt versuche ich das mal hier abzukratzen. Beim McDonald's ist nur eine Scheibe Gurke drauf. Patty, Käse. Und Soße. Aber hier ist noch irgendwie etwas Zwiebel oder so dabei. Also ich muss sagen, geschmacklich, wie gesagt, müsst ihr euch entscheiden, was euch besser schmeckt. Aber Preis-Leistung definitiv Burger King, wiegt mehr, hat mehr Gurke, hat Sesam, man bekommt einfach etwas mehr für sein Geld. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.